EA Sports, and the PGA Tour, so proud to present the season-long race for the FedEx Cup. From the Quail Hollow Club in Charlotte, it's live final round coverage of the Wells Fargo Championship. 18 holes, that's all we get to try and find a champion. It's a daunting task, but someone's gonna shoot the low round of the day and walk off with a title as we look at the early leaderboard. Sung J.M. is the leader. He's on the move early at 5 under par. Meanwhile, our featured golfer looking to cobble together a solid round here on this fine Sunday. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge, nicht LS22, sondern mal ausnahmsweise wieder was anderes hier bei mir auf dem Kanal. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu EA Sports PGA Tour. Es wird Zeit, dass wir mal wieder den Golfschläger schwingen. Ist gut fast 3 Monate her, nein, es ist wirklich sogar ein bisschen mehr als 3 Monate her, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Ich glaube, die French Championship waren es und wir sind jetzt in Woche Nummer 16 und spielen die Wells Fargo Championship und weiterhin in dem Modus, dass wir die Finalrunde bzw. eine Runde komplett spielen. Front 9, Back 9 und das mit jemandem zusammen und diesmal mit Hideki Matsuyama. Wir schauen mal ganz kurz aufs Leaderboard, denn führen tut Sung J.M. mit 5 unter Par im Moment. 66. Unterwegs sind noch Scotty Scheffler, Aaron Wise und verschiedene andere. Aber so wie es aussieht, müssen wir wohl mit 5 unter reinkommen, wollen wir das Ganze hier gewinnen und zu einem guten Ende führen. Aber nichtsdestoweniger ist unser Ziel eigentlich nur, in den Cut zu schaffen, ein paar Punkte zu machen, um weiterhin im FedEx Cup vorne mit dabei zu sein. So, ich muss mich hier ein bisschen nochmal reinfinden, wie das Ganze hier funktioniert, nachdem ich nach 3 Monaten hier überhaupt nicht mehr gespielt habe, ich überhaupt nicht mehr auf dem Platz war, jedenfalls virtuell, muss ich mir das Ganze hier nochmal anschauen. Aber wir nehmen natürlich den Driver und werden das Ganze über die rechte Seite spielen. Der Wind kommt von rechts. Das heißt, hier wäre jetzt natürlich ein leichter Fade angesagt. Ein leichter Fade. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich wünsche uns ein schönes Spiel. Ja, ich glaube, er nimmt die Kurve an. Ja, das sollte passen. Jetzt schauen wir mal, wie weit der Ball ausrollt. Bleibt er auf dem Fairway? Ja. Good start to this final round, safely in the fairway at one. Wie gesagt, wir spielen wieder 18 Loch mit Überflug, mit allem drum und dran. Und hier sehen wir den Abschlag von Hideki Matsuyama. Auch eher gut platziert über die rechte Seite. And that'll come to stop in the fairway on the right side. So a good tee shot there to get his round going. Oh, 241 Yards noch, aber leicht bergab. Und man muss hier schon auch über die Bäume spielen. Am besten mit einer Kurve. Der dürfte zu kurz sein. Ja, der bleibt liegen. So, er schlägt uns vor, ein Hybrid 3, 236 Yards, aber ich denke, wir können hier einen Schläger weniger nehmen. Der Wind kommt von rechts. Okay, das wäre jetzt ein Holz, nein, ein Eisen 4. Ein Eisen 4, ja. Ja, der müsste doch reichen. Hervorragend und bleibt auf dem Grün liegen. Well, from any distance, that's pretty good, but from that far out, couldn't ask for much more. Ja, der ist ein bisschen links und lang. Okay. Feet from the bottom of the cup. Ja,
Ja, über links, leicht über links. Er kommt runter und fällt natürlich, ist klar. That could be important as we go along. A good save of par here at one. And he'll stay at level par. So, wir putten zum ersten Mal seit 3 Monaten und ich muss mich da erstmal wieder dran gewöhnen. Es geht leicht bergauf, 2 Inches. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen Speed geben. So, bricht leicht nach links. Okay. Aber wir haben ja Speed drauf. Ja, leicht. Ja, ein bisschen weniger vielleicht. Ah. Oh, schade, war eine gute Chance zum ersten Birdie. War eine gute Chance zum ersten Birdie. Okay, that's in for par here at the first. And he'll stay at even par. So, mit even par liegen wir auf dem 19. Now to the second hole, the par 4, and Frank, what's in store for the players? Opposite shaped hole to the opening hole, this one doglegs to the left, and those enormous oak trees have really become a problem with the tee shots. So no use trying to go over them or around them, just follow the fairway and play your second shot back uphill. So, das Spannende ist hier natürlich ein Dogleg nach links, aber das Fairway fällt nach rechts ab. Das macht's natürlich schwer. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier einen schönen Draw reinspielen. Das muss ein Draw werden. Ja, okay. Ja, wir könnten natürlich auch etwas kürzer bleiben, aber wir haben dann trotzdem 150 Yards. Wir werden es so versuchen. Ja, das passt so. Ja, der Wind arbeitet gegen uns. Der Wind arbeitet nicht auf, ist nicht auf unserer Seite. Geschmeidig und flach durchspielen. Schön nach vorne durchgehen. Ah, und jetzt sollte er nicht mehr viel rollen. Sonst haben wir den Baum im Weg. Auch Hideki mit dem Driver. Ja, geht eher gerade über die Bäume. Er kürzt direkt ab, springt jetzt nach rechts, rollt runter. Und so wie es aussieht, müssen wir als Erster schlagen. So. 174 yards remaining here as he'll play his second. Leicht bergauf, Eisen 7 und ich kann mich an dieses Loch erinnern. Ich kann mich daran erinnern. Wo platzieren wir den? Es geht ja bergauf. Der dürfte nicht zu kurz werden. Und wir sollten unter der Fahne liegen bleiben, damit wir einen Bergauf-Putt haben. Ja, komm, bleib liegen. Ja, ist okay, denke ich. And that ball looked very good in the air. Just doesn't quite finish up that near to the flag, but still on the green. Ja, er versucht natürlich näher an den Stock zu kommen, ist etwas länger. Das wird ein schwieriger Putt für ihn. Well, not super close, but safely on the green. A birdie try on the second green, and with that, we welcome 4-time winner on the PGA Tour, Nota Begay. And he's going to have to contend with both a downhill putt and one that's going to move significantly to his left. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der unheimlich nach links runterbricht. Ja, er hält unheimlich weit rechts an. Jetzt sieht man, wie der Ball runterkommt. Und das war ein hervorragender Putt. Ein sehr, sehr guter Putt. A lot of movement coming left here. This for birdie. Okay, wir haben relativ gerade, aber auch wir müssen sehr weit oben anhalten, so wie es aussieht. Praktisch einen Berg hoch spielen. Aber wir haben nicht weit. So.
Ja, die Frage ist, der wird natürlich runterkommen und dann schneller. Lieber ein bisschen weiter von oben. Oh ja, der war gut. Der war gut, yeah, gut zum Paar. That went out there too far and it took away some of the speed. Also hier haben wir schon an dem Loch, haben wir glaube ich schon mal ein 3-Putt oder sogar ein 4-Putt gespielt, kann ich mich gut erinnern. That finished off for par, here with the second. And he'll stay right where he is. Und deswegen muss ich auch sagen, will ich den hier ordentlich versenken. He'll finish that one off with no problem. It's in for par. And yep. He'll remain right where he is. Ja, ein Pärchen ist gut. Das kann man relativ schnell unterschätzen. Dieses Grün. Frank, asking the players to hit some quality shots. T2 green, third is no different. Exactly. You get a dogleg right, then you get a dogleg left, and now you get a straightaway par four with just one bunker on the right side. It's 320 yards to get past that bunker. Needless to say, it needs to be avoided. But then the second shot's played downhill. But it's right there in front of you. So, wir haben weiterhin die Ehre und im Prinzip heißt es einfach nur, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir sollten nicht zu weit rechts sein. Ja, nicht zu weit rechts. Besser ist doch mehr links. Ja, weil sonst kommen wir hier zwischen die Bäume. Ja, hier ist natürlich eigentlich besser. Ja, linke Seite ist besser, wenn er auch im Fairway liegen bleibt. Das passt. Das ist gut. Nothing to fault there. Safely in the fairway. Auch er geht über die linke Seite. Oh, landet aber im Semi. Im Second Cut. Long drive, but a bad lie. Out wicked. Working from the rough. Here's his second at three. Ja, leicht bergauf. Braucht natürlich, bleibt auch noch in den Bäumen hängen. Okay. Da braucht er noch einen schönen Pitch. Nah, just cut it fat out of the rough. Never had a chance of reaching. And now it is time to regroup and try to escape with a par. Okay. Ja, wir versuchen ein Eisen 5. 205 Yard, jetzt sehe ich das erst. Oh, 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 oh. Aber es geht ein bisschen nach oben und wir haben Gegenwind, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Und das Grün, ja, da oben ist ein Plateau, das ist klar. Okay. Ja, der wird schon rollen. Ja, schauen wir mal, dass wir den vielleicht hochrollen lassen. Okay, der ist mir ein bisschen links, aber die Länge ist gut. Die Länge ist gut. That's well played. Now a good look at birdie. Ja, hat er Spin? Hat er Spin? Bleibt liegen. Sehr schön. Okay, a little left to do, but safely on the green. So, wer puttet zuerst? Ich. This one measures out to 15 feet. Ja, es geht ein bisschen bergab. Ein bisschen bergab über die linke Seite. Zwei Inches, drei Inches. Über die linke Seite. Da müssen wir schon ein bisschen mehr, glaube ich, machen. Ja, bricht sofort rechts weg und läuft. Good effort, but that'll run 2-3 feet past the hole. Nur kein Bogey anfangen. Ja, und er spielt natürlich wieder das Pärchen. That one, that is a good par here at the third. And he'll stay at one over. Ja, das ist jetzt das zweite Mal, dass er mit dem Einpad runtergeht.
So, ein kleines bisschen über links, über rechts meine ich. Das sollte passen. Safely in, it's a par here at the third. And he'll stay right where he is. So, Pärchen bringen uns natürlich nicht nach vorne. Wir verlieren einen Platz nach dem anderen. Interesting for the 2017 PGA Championship. This fourth hole was brand new. How'd they do, Frank? Not bad, to be honest. Rich, you know, Tom Fazio came in, did all this marvelous work, found a little area over here to, where the players start to sort of turn around and play the very, very next hole. And this par three just sort of sits out there in front of you with not much around it. But it is quite deceptive. Those three bunkers in front, you have to be respectful of wind and carry. Ja, wir haben Rückenwind. Es geht leicht bergab. Eisen 7 wird relativ schnell zum Liegen kommen. Wir werden versuchen, den mit einer Kurve reinzuspielen, dass er links hochläuft. Wir sehen auch, dass es rechts vom Stock bergab geht. Naja, ich meine, im Zweifel, im Bunker wäre kein Beinbruch hinten raus, auf jeden Fall. Ja, okay, wir können den nicht kürzer spielen, aber wir können ihn natürlich höher anhalten. Augenblick mal. Ja, hoch anspielen. So. Mit einer Kurve. Hervorragend. Ja, der ist lang, der ist lang, der ist lang. Komm, bleib liegen, bleib liegen. Können wir dir noch putten, ich hoffe. That just came out blazing. As soon as it hit the green, it was never gonna stop. Ja, nimmt mein Divot. Er schlägt ihn direkt aus meinem Divot. Einen geraden Schlag. Bleibt besser liegen. Ja, rollt aber trotzdem ganz schön. A very sensible play there, right in the middle of the green. So. Putting. 6 Inches nach oben. Ja, der kommt halt natürlich ganz schön runter dann. Nein. One heck of an effort right there. That would have been the birdie of the day by far. Well done. Hideki now. This for birdie. Look at this. Wow, what a sensational putt from way out. So, auch hier schauen wir wieder, dass wir möglichst gut hier das Pärchen spielen. Okay, that one finished off. It's a par here at 4. And he'll remain right where he is. That one finished off. It's in for par. And he'll stay right where he is. So, wir kommen zum nächsten Par 4 auf diesem Kurs, die Nummer 5. Back to another par 4, the fifth. Frank, what's the challenge here? It's a dogleg right that goes back up the hill, Rich. It should have been a wide fairway, but what Fazio did that was, I think, very, very clever, he put one bunker on the left side, as you can see, that is about 330 yards to get past it, and those two bunkers on the right. So what was a wide fairway has all of a sudden shrunk down to the position exactly where you want to hit it. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt Rückenwind und er treibt den Ball leicht nach rechts und es geht auch noch bergab. Also 435, 287, 288, ja, das wird dann trotzdem ein 150, 160 Yard Schlag. Schauen wir mal, wie weit der Ball noch rollt, wie weit wir ihn zum Rollen kriegen. Vielleicht noch ein kleines bisschen Kurve, damit er uns rechts runterrollt. Ja, da habe ich jetzt halt richtig durchgezogen.
Ja, komm, spring ein bisschen nach rechts. Ja, danke schön, danke. No problems there. That's gonna wind up safely in the fairway. Noch 149 Yards zum Loch. Sehr gut. And this will work nicely, just right of center, and that'll be fine. Ja, liegt ein bisschen weiter rechts, dadurch auch etwas näher. So, 150 Yards. Second from the fairway. Eisen 9. 149, sitting in the front left hole location. Oh ja. Rückenwind, aber berghoch. Ja. Wenn er zu weit ist, dann rollt er uns links runter. Das wollen wir eigentlich vermeiden. Ja, ein bisschen. Da will ich ihn eigentlich hinhaben. Okay. Ja, der sieht gut aus, wenn er liegen bleibt. Hervorragend. Really nothing wrong with that approach shot. Just a little shy of where you'd like to finish up, but still one good putt, maybe a birdie. He needs to be mindful of the breeze here as he sets for a second. Ja, ein Birdie würde uns gut stehen. Hideki macht das auch nicht viel schlechter. Nice approach shot, and another good thing about that, lift it below the hole. Now, Hideki. For birdie. Yep. Jetzt schauen wir mal, wer hier das erste Birdie spielt. Ja, der sieht gut aus. Der sieht gut aus und fällt. You betcha. What a roll there. That is in for a birdie. And he will definitely not say no to that. So, es geht ein kleines bisschen bergab. Und wieder hier unten. Ja, vorhin ist er dann. So, jetzt machen wir ein bisschen mehr. Bisschen weniger. Es geht ja bergab. Sonst läuft er uns hinten raus. Ja, das ist am Anfang. Oh. Enttäuschend. Sehr enttäuschend. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen ums Paar spielen, bergab, etwas leicht über rechts. Yeah, that's good putt. It is a par here at the fifth, and he'll remain right where he is. So, wir werden wieder ein paar Plätze verlieren. Ja, okay, 21. Weiterhin minus 5. Longest par 3 of the golf course. It is the 6, 249 yards. Does play downhill, Frank. Three's a good score here. It is. I know that green looks quite big, protected by the bunker in front as well as the one over the back of the green. But often what happens is once you come out of those shooter trees and start to go on the downhill portion of this hole, you can actually get some cross breezes that just sort of blow through across the top of the green. And often that takes the ball out of the sky and it can easily come up short. Ich meine, er spielt hier das Holz, ne? Und kriegt das aber auch tatsächlich fast auf dem Punkt aufs Grün. Hervorragender Schlag. So, auch wir haben das Holz in der Hand. Bergab 26 Fuß. Und ich würde doch eher aufs Hybrid gehen wollen. Bergab 26 Fuß. Müsste man eigentlich noch ein Eisen weniger nehmen, um ehrlich zu sein. Wir haben aber ein bisschen Gegenwind. Okay. Tja, ich bin gerade ein bisschen überlegen. Also Holz nicht, Hybrid hoch. Er müsste ja dann runterfallen, aber der wird hier eben auch lang. Eigentlich müsste der lang werden. Okay, wir versuchen es mal so. Über die rechte Seite, leicht über rechts. Ach, der bleibt rechts, der bleibt rechts. Der springt nicht drauf.
Ja, doch, das Hybrid. Der fliegt genau dahin, wo wir hingezielt haben. So, 29. Das heißt 20, 21, über rechts. Okay, Pitch. Komm, roll noch ein bisschen geh. Lovely pitch shot. Just nipped that ball off the turf. Just flew through the air beautifully. Set down fairly quick as well. Good shot. Oh, sehr weit links angehalten und er fällt zum nächsten Birdie. Oh yeah, that one online all the way. It's in for a birdie. Ja, das ist immer das Gleiche. Wenn man seine eigenen Chancen nicht nutzt, jetzt läuft es beim Hideki. Okay, es geht ein bisschen bergauf. Über rechts. Deutlich über rechts. Nicely read there. It is a par here at the sixth. And he'll stay right where he is. So. All right, so coming off that tough 249-yard par 3 sixth, get a chance to maybe get one back at the reachable seventh. It's a par 5 at 546 yards. So, eines der besten Par 5, muss ich ehrlich sagen. Die ganze rechte Seite fast Wasser. Dann muss man den zweiten oder auch den dritten Schlag hier über den Bunker, übers Wasser spielen. Heute natürlich die Fahne rechts extrem schwierig gesteckt. Aber man muss natürlich erstmal den Drive sauber aufs Fairway bringen, damit man auch eine gute Position hat für den zweiten Schlag. Ja, das macht er okay. Solid. Good drive in the fairway. Ja, ich denke nicht, dass wir mit dem zweiten das Grün angreifen können, aber wir müssen uns auf jeden Fall in Position bringen. Wir haben Rückenwind. Auf jeden Fall versuchen über die linke Seite. Er wird dann etwas runterrollen nach rechts. So, kleinen Draw, ganz leichten Draw. Ja, ist ein bisschen arg weit links, aber er läuft am Bunker vorbei. Excellent tee shot. Now it's decision time. Whether to go for this par 5 in 2 or not. So, jetzt bin ich mal gespannt. Er riskiert. Er nimmt ein Hölzchen, oder? Er will mit dem Fairway-Holz vermutlich angreifen. 226 Yards. Man hat nicht viel Platz. Also wenn man jetzt wirklich über den Bunker oder direkt die Fahne anspielt, er nimmt das Eisen. Okay, das wird eine andere Nummer. Der legt vor. Er geht auf die Fahne. Er geht auf die Fahne. Boah. Ja. Well, that one didn't work out. Didn't look bad in the air. It hit the green, but didn't sit. Yeah, it was never gonna stop. So, Eisen 5. Wir werden natürlich auch versuchen, das Grün anzugreifen, aber nicht auf die Fahne, sondern wir gehen dann hierher. Ja, Eisen 6. Wir haben Rückenwind. Er geht nach links. Eisen 4. Ja, witzig. Warum bietet er mir jetzt kein Eisen 5 an? So. Jetzt habe ich es. Okay. Approach. Und hoch anspielen. Hoch anspielen. Ja, der wird auch lang, aber bleibt auf dem Grün hoffentlich liegen. Ja, dann können wir auf jeden Fall mit zwei Putts und Birdie spielen. Hervorragend. Got every bit of that through all the way there and got it to stop.
home in two on the par five. Also ein Birdie ist für uns jetzt Pflicht und er könnte, ja, er spielt es auch, er wird es höchstwahrscheinlich auch spielen. Das ist ein guter, einfacher Putt. This one definitely gonna pick up speed as it goes along its journey. This for an eagle. Okay, im Großen und Ganzen geht es ein bisschen von links nach rechts, aber da ist eben die Welle. Und das sind 2 Fuß. Okay. So, jetzt den Hügel runter, die Welle runter, der ist schnell, der ist schnell. Oh je, der ist schnell. Jetzt müssen wir wieder kämpfen um den Rückputt. Ja, das habe ich mir gedacht. Da geht es auch bergab. Ja, das ist doch ein ordentliches Break, ja. Dahin hätten wir deutlich kürzer spielen müssen. Da geht's bergab und er wird rüber breaken. Ja, 3 Putt. Verdammt. Trying to generate some momentum here at the 7th hole. This for birdie. Ja, da haben wir das Grün getroffen und er spielt das Birdie. Mehr als ärgerlich. Ja, aber man muss auch sagen, wie gesagt, ich habe jetzt 3 Monate lang nicht mehr gespielt hier auf den Grüns. Muss ich mich natürlich auch wieder ein bisschen dran gewöhnen und vor allen Dingen auch die Längen einschätzen. Und das hat mir jetzt halt ein bisschen die Chance genommen aufs Birdie. 3 Putt. Das dürfte halt nicht passieren. 20. im Moment. Interesting part of the golf course, the long 3 and then the short 5 and now a short par 4. How gettable is this one, Frank? I think you need your Sunday best, Rich, maybe a little bit of help, but even the strategy of laying up here is quite interesting. The 2 bunkers on the left, well staggered. And that big gaping bunker in the front right of the green, it's really how well you're swinging. I'd give it a crack. Take the head cover off. So, Hideki ist mittlerweile Zweitplatzierter. Mit 3 unter Par. Ja, das ist jetzt ein verhältnismäßig kurzes Par 4. Ja, 70 Yards noch. Einfach nur Mitte Fairway. Ja, aber so einfach Mitte Fairway ist es dann auch nicht. Ja, wir werden den etwas kürzer spielen, denn wir haben auch Rückenwind und ich will definitiv nicht unter den Baum da rollen. So müsste das eigentlich passen. Ah, der geht zu weit links. Ja, rollt aber noch runter. Bomber driver down there, but perhaps have an awkward yardage. We'll hit the 3 wood and have a full iron here. So from a little more than 70 yards, this is second. Okay. Da haben wir natürlich mit Sicherheit Spin drauf. Finesse geht eigentlich. Etwas Rückenwind. Sechziger Wedge. Das Ganze bricht aber nach rechts. Das heißt, der bounced nach rechts. So, und jetzt Spin. Ah. Okay, sensible play right there. And that one on deck.
tatsächlich so lange geflogen oder so weit geflogen wie auch gezielt. Ich hätte eher damit gerechnet, dass er kürzer bleibt. Das macht natürlich Hideki deutlich besser. Er legt einen Tod an den Stock. That is how you get to be world number one. A beautiful shot there to get it in tight. So, im Prinzip ist es eigentlich fast ein gerader Putt. Wir müssen nur die Länge richtig haben. Es geht leicht bergauf, ein Inch. Aber wir haben eigentlich kein Break. Vorne gibt es ein leichtes Break. Ja, also. Plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. It will certainly help the cause. Okay, nicely done. It's a birdie at number 8. And he will definitely not say no to that. Oh, ein Birdie und gleich 10 Plätze gut gemacht. 500 yards and it is a par 4. Is this one of the hardest holes on the course, Frank? It certainly is. It's a great way to finish this front nine. Dogleg left, and they put the bunker right where you want to aim it, down that right side. So now you got to go a little closer to the trees. But don't go left. Please don't go left. Yep. Also wenn euch die Bahn irgendwie bekannt vorkommt, so eine ähnliche haben wir, glaube ich, auch schon mal gespielt. Das war die 2, wenn ich richtig weiß. Auch ein Dogleg nach links, aber Fairway eben nach rechts abschüssig. Das heißt, wir müssen hier schon mit einem ordentlichen Schlag und mit einem am besten Draw reinkommen. Und hier haben wir das Problem, dass wir natürlich einen Bunker haben. Und trotzdem noch 198 Yards. So. Ja, wir müssen aufpassen, weil da vorne hat es nämlich, das sieht man jetzt hier, da hat es nämlich Äste. Also auf jeden Fall müssen wir hier links und wir müssen versuchen, einen Draw zu spielen, dass wir nicht im Bunker landen. So, schauen wir mal. Ja, dass wir da nicht die Äste mitnehmen. Ein Draw wäre natürlich gut. Dann kommen wir hinter den Bunker hervorragend und machen noch ein paar Meter. Sehr schön. 182 Yards noch bis zum Stock. Hervorragend. Frank, break down this approach shot here at the long par 49. Well, it's a lengthy one. A nice high, soft landing shot would work, but don't be too concerned if you're a little left or right of target, because the mounting on the green should help. Gute Annäherung, sehr gute Annäherung. Ja, das Ganze geht nach rechts. Eisen 7. Ruhig ein bisschen länger, da wir Gegenwind haben und es geht nach oben. Müsste eigentlich relativ schnell zum Liegen kommen. Er springt auch nach rechts, also versuchen wir über die linke Seite. Rechts ist die rechte Seite, ist natürlich die sichere. Ja. Okay. Sehr schön. Da kommt er aufs Grün und bleibt. Ja, kommt noch ein Stück. Sehr schön. Just think about it. You got to cover nearly 2 football fields of distance and get it inside 5 feet. You wouldn't think that's possible. Boy, that's a good stroke. Just a fraction off target, but you can't get the speed any better than that. Chance now to make the turn with some momentum for birdie. Oh ja, da haben wir ziemliches Break, witzigerweise. Aber wir geben dem einen mit, dann müsste er doch hoffentlich einigermaßen gerade bleiben. Easy as can be. It's a tap-in birdie here at the ninth. And that finishes off a strong front nine. It's a 33, 2 under par. Okay, that's in for his par here at the ninth. And that will be a sizzling 31 on the front side, 4 under par. Beginning the inward half now with a par 5 tenth. It's not
quite 600 yards, but it is close. It's a pretty good hole, Frank. It is. The only thing really in the player's favor is it plays downhill, so not quite its full yardage. Avoid that bunker on the left. We'll give you a chance to go for this par 5 and 2. But also look down there. If you look very, very closely on the left side, just short of this bunker, is a nice layup bunker. If you can't reach, avoid that. So, wir sehen die nächste Bahn, die 10, aber ihr wisst ja Bescheid, ein Paar 5 mit 610 Yards, das werden wir erst in dem nächsten Video zu sehen bekommen, denn wir haben jetzt die Frontline gespielt und wenn wir uns hier die Scorekarte nochmal anschauen, ja, haben wir zumindest immer das Paar gerettet und die letzten zwei Bahnen haben wir dann doch uns deutlich nach vorne spielen können, denn mittlerweile sind wir in den Top 10 angekommen und wir sehen auch, minus 5 steht immer noch für die Wells Fargo Championship hier in Quail Hollow. Und Aaron Wise und Hideki Matsuyama hat sich jetzt natürlich deutlich nach vorne gespielt mit minus 4 und ich befürchte auch fast, dass er auf jeden Fall hier die Führung übernehmen wird. Wir sehen aber, dass andere Spieler wie Brian Harman mit minus 3 noch dabei sind, aber viele, viele schon im Clubhaus mit minus 3, minus 2. Also wenn wir noch vielleicht 1, 2 Birdies spielen können und sauber unsere Scorecard behalten, denke ich, dann bleiben wir auch unter den Top 10 und können hier auf jeden Fall gut Punkte machen für den FedEx Cup. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein für dieses erste Video, für die ersten 9 Bahnen hier nach fast 3 Monaten Abstinenz. Und ja, wie gesagt, mit dem Putten, da hat es noch nicht ganz so reibungslos funktioniert. Da fehlt mir noch ein bisschen das Feintuning. Aber was Drives und Grünhits angeht, glaube ich, können wir ganz, ganz zufrieden sein. Jo, und es bleibt spannend für die zweiten 9. Ich sage recht schönen Dank und bis zum nächsten Mal hier bei der Wells Fargo.